Mit einem System von 40 Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, einem System aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, können wir nicht nachhaltig und wirksam Terrorismus in Deutschland bekämpfen. Wir brauchen weniger Behörden, die mehr Sicherheit organisieren. Und das zeigt sich in vielen Bereichen, bei Cyber, bei Clankriminalität, aber auch und insbesondere beim Terrorismus, wo wir es mit hochmobilen, kleinen terroristischen Zellen zu tun haben, die sich ganz natürlich über Ländergrenzen hinweg bewegen. Und wir erleben eben dann, wenn etwas schiefläuft, dass immer viele zuständig sind, aber wenn es darauf ankommt, keiner verantwortlich sein will. Und diesen Zustand müssen wir dringend beenden.